So, meine Hübsche, es geht weiter mit Lupia 2 Rise of the Sinister Wilds. Wir sind in der Anhöhle, noch immer in Stockwerk U41 und wahrscheinlich werden wir niemals 45 erreichen. 42 erreicht, nicht blöd, Mann. Ah, ein Klotz, den nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Jo. Gut. Das nennt man einen sehr erfolgreichen Kampf. Das können wir eine Pfeife brauchen. Da haben wir. Da kommen wir dran vorbei. Ich wollte gerade sagen. Gut. Radide, dann. Es wird ernst. Oh, und wir finden ein Lichtmesser. Ja. Muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Denn so langsam werden die Gegner richtig uncool. Und zwar so, dass man sagen kann, wir werden erwischt und sind tot. Muss man so auszudrücken. Das war ja vorher nicht so. Da konnte man sagen, ha, wir werden erwischt, den Kampf überleben wir vielleicht noch. Jetzt wird das nichts mehr. Ausnahme sind diese Paraklötze da unten, die wir definitiv mitnehmen, um irgendwie nochmal so ein Level vielleicht mitzunehmen. Tun wir tatsächlich. Auf 50, guck mal, geht sogar. Also für das Level, was wir jetzt kriegen, nehme ich das auf jeden Fall an. Sind nämlich zwei Level. Einmal Kraftwasser, wupp. So, kann das Kapselmonster was nehmen? Nein. Und natürlich nicht. So langsam wird es echt scheiße. Das Kapselmonster schafft es sowieso nicht mehr zu heilen. Ja, oh gut. Ein Kraftsaft. Wie süß. Wie süß. So. Wupp, 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 wupp. So. Okay, halt, halt. Tutti, 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 tutti. So, Safe State, weiter geht's. U42, haben wir direkt die Treppe? Das ist wieder gut. Schon wieder ein totes Panzer. Hatten wir jetzt. Ich brauchte mal einen Fluchheiler, das wäre gar nicht mal so schlecht. An den blöden Klotz muss ich natürlich auch erstmal hier drankommen wieder. Super, super. Ja. Die 4400. Oh, die geben tatsächlich sogar ein Level. Das gibt's gar nicht. Ja, gar nicht mitgerechnet. Wir gucken erstmal, was es hier so gibt, bevor wir in die nächste Etage gehen. Vielleicht haben wir ja so ein Heilfeld, dass man sagen kann, die Gegner können wir mal versuchen, den Mitten zu nehmen. Hauptsache, die töten uns nicht. Das ist immer das Wichtigste. Hauptsache, die bringen uns nicht um. Da haben wir eine Blume. Mit einer Mega-Peitsche. Nix. Gorgon. Nee, ist noch gar kein Gorgon. Ist, glaube ich, nur in Anführungsstrichen Minotaurus. Ja, da hängen wir fest. Da wollen wir nicht weitergehen. Ja, gut. Damit hat sie das auch erledigt. Wenn wir sagen, gehen wir jetzt ganz schnell wieder raus hier. Jetzt aber raus hier. Ach, Leute. Die Anja, das ist schon so ein besonderes Fleckchen Erde hier. Nicht schön. Truhe. Mit einem Glitzerhemd. Ich glaube, das gibt es so auch gar nicht zu kaufen. Bei keinem Händler. Eine Lederrüstung, dafür die umso mehr. Ich glaube, so ziemlich zu Beginn. Also eine Rüstung kannst du wieder total in der Fall verrauchen. Ups. Ups. Die nehmen wir auseinander. Brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Dann haben wir ein Skelett. Nervendolcher, super. Wieder so eine verbotene Todes auf Doom-Waffe. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh nein. Kacke. Ja, das Stockwerk wird jetzt mies. Jetzt haben wir wieder erneut Gegner, die uns verfolgen. Dann haben wir wieder das Glitzerhemd. Ah, was haben wir denn hier? Jetzt müssen wir uns auch schön langsam und bedächtig bewegen. Schlimm war das. Ich glaube, das habe ich auch in Offscreen gemacht. Ich glaube, das habt ihr gar nicht gesehen. Als es die Meuchler aktiv gab. Das war unschön. Die so fünf Felder laufen, wenn ich ein Feld laufe. Och, war das herrlich. Könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Ein Traum.
was wir hier haben. Heilsirup auf jeden Fall, okay. Haben wir noch irgendwas Wichtiges? Nix. Wupp. Schön dran vorbeigemogelt. So, jetzt wird's tricky. Den müssen wir auswuscheln. Ja. Okay. Oder auch nicht. Ha! Gekonnt ausgetrickst. Würde ich mal sagen, das war sehr gut. So, nächste Etage. 44. Eine Federjacke. Oh, wie süß. Ha. Natürlich immer noch keine Heilplatte. Mann, ey. Sind doof. Ich will eine Heilplatte, weil dann können wir ein paar Gegner wieder mitnehmen hier. Ja, da brauchen wir gar nicht durchgehen. Das sind jetzt die Gegner, wenn ich mich nicht irre, aus dem Rache-Tempel. Auf jeden Fall eine rote Truhe, die ist unwichtig. Ja. Blau. Kann sein, dass wir ihn laden müssen, wenn wir hier nicht durchkommen. Ja, den werden wir laden in Safe State. Und versuchen mal einen neuen Anlauf. Da haben wir eine Rose. Die ist noch unwichtig. Ja. Alles klar. Brauchen wir auch gar nicht erst versuchen, da werden wir auch nicht durchkommen. Auf jeden Fall haben wir eine Treppe, das ist wichtig. Ja. Gut, direkt weiter. Kraftwasser, meine Güte, ey. Die geizen aber auch nicht hier, das ist unglaublich. Grenzt schon fast an Lächerlichkeit hier, was ich hier teilweise finde für Sachen, ne? Atea ist immer noch nicht vollständig ausgerüstet, muss man sich mal vorstellen. Einer. Ach ja. Und irgendwann hat das ganze Schauspiel hoffentlich mal ein Ende hier. Also geplant ist, dass ich jetzt hier mit euch ein paar Stockwerke mache und dass wir uns so circa so Stockwerk 55 wiedersehen. Ob das Ganze jetzt funktioniert, ist natürlich eine ganz andere Sache. Ach du Scheiße. Tja. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Kacke. Mit Senf. Müssen wir auf jeden Fall das Kackfähig mitnehmen. Safe State. So. Gefunden. Sehr gut. Ein Speedy Gonzales-Saft. Sehr gut. Eine blaue Truhe wäre mal wieder schön. Haben wir schon lange nichts mehr gehabt. Schon sehr, sehr lange. Ja, da brauchen wir gar nicht weitergehen. Das ist Müll. Da-da-da-da. So, Stockwerk 46. Das werden wir niemals überleben. Dann haben wir einen Gargoyle. Bap, 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 bap. Bap, 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 bap. Gegengift. Ich glaube, das ist das erste oder zweite, was ich erst hier finde. Ja, super. Jetzt natürlich nichts. Dass wir an den Gargoyle vorbei müssen. Je nachdem, wie der positioniert ist, kann das auch wieder ganz uncool werden. Aber das hat gepasst. Sehr gut. Nix. Gott. Ich will einen Fluchheiler, verdammte Axt, ey. Mann. Gibt's doch gar nicht. So. Der wahrscheinlich letzte Raum in dem Stockwerk. Oder auch nicht. Ra-da-da-da. Da ist auf jeden Fall die Treppe. Das ist gut. Da gucken wir erstmal, was wir hier haben. Den Tod. Den Tod. Gut. Ach du Scheiße. Jetzt wird's sehr schön. Ein Buttermesser zwischen den Drachen. Och, ist das köstlich. Leute, ey. Ja, lache ich mir ins Fäustchen. Ja, auf jeden Fall haben wir die Treppe gefunden. Das ist schon mal wichtiger. Frage ist, können wir den mal mitnehmen? Vielleicht zum Trainieren?
Du greifst zuerst an. Gucken wir mal, was für Schaden. Oh, 300er Crit. Gut. Doc. Ja, doch, da können wir mal schön. Da freue ich mich. Sehr gut. Ja, nur geben die kaum Erfahrungspunkte. Richtig? Richtig. Jetzt gucken wir, ob wir mal irgendwie so ein paar Gegner hier mitnehmen können als Level. Nee. Den sowieso nicht, weil das viel zu viel ist. Du greifst zuerst, dann gucken wir mal. Oh, 96, ja, das ist ja, Nee, den Schaden, das ist es gar nicht wert, ey. Das sage ich euch sofort. Den Schaden ist es nicht wert. So, haben wir nicht irgendwo hier jetzt hat eine Tür oder so noch? Ja, irgendwo können wir gar nicht lang gehen, ey. Das wird sowieso nichts. Nee. Gut. Ein Stockwerk, wo wir immerhin mal einen Gegner geschafft haben. Kommt ja auch nicht mehr auf vor. Ach du Scheiße. Teleportierende Schädel. Ja, das ist auch wieder schön. Ja, super, der steht da sehr gut. Gut, auf jeden Fall haben wir da einen Gegner. Nein. Da will ich auf jeden Fall, ja, den müssen wir jetzt austricksen. Ja, perfekt. Sehr gut, du greifst zuerst an. Ja, gut. Und sogar noch eine kleine Hand. Jetzt können wir mal gucken, ob wir hier in diese Tür reinkommen. Ja, kommen wir sogar, um mal zu gucken, was wir hier drin haben. Wahrscheinlich nicht viel. Na, ein Todesschwert, super, wow. Köstlich. Mh, ist das schön. Lacht das Herz wieder. Für eine Waffe und eine Rüstung, die wir irgendwie gefühlt schon 30 Millionen Mal gefunden haben. Muss ich natürlich nur wieder in die Treppe reinkommen. Richtig. Richtig, perfekt, passt. Guti. Jo. Das brauchen wir gar nicht versuchen. Da haben wir ja so einen Sargnagel. Den nehmen wir jetzt aber nicht mit, weil mich hier dieser Schädel übelst nervt. Muss aufpassen, dass der sich auch nicht in denselben Raum wie uns teleportiert. Weil es ja Gegner gibt, die teleportieren sich uns hinterher, die Schweine. Ups. Na. Na, wer hat das gemacht? Ferkel hier, ey. Meine Güte, rülpste hier einfach mal wieder rum. So, wir machen mal hier einen Save State und mogeln uns mal an dem Schädel vorbei. Perfekt. Und da ist die Treppe. Reitpeitsche. Interessantes Item. Ja, die ist natürlich nur zum Reiten gedacht, die Peitsche, und zu nichts anderem. Wir wissen's. Jo. Mhm. Als ob ich gegen den Sensenmann kämpfe. Ist klar. Haben wir einen Vampir. An dem kommen wir gut vorbei. Ein Schraubstock. Ich glaube, die Entwickler haben das falsch übersetzt, weil die nicht wissen, was ein Schraubstock ist. Scheiße, jetzt teleportiert der Penner sich. Weil ein Schraubstock, mit dem kannst du nicht mal so eben angreifen. Der wiegt mal so eben etliche Kilo. Und wenn du den, weiß ich nicht, willst du den Gegner damit schlagen, dann kannst du höchstens auf den Gegner werfen. Hoffen, dass du dabei nicht das Handgelenk brichst. Super. Hm, ist das köstlich. Schaut euch das an. Ist das, ja, und da hat sich, wie ihr seht, der Schädel gleich mal weiter teleportiert, der Schweinehund. So. Auf jeden Fall haben wir, ja, so nicht die Treppe hier. Sanke. So. Sanke, habe ich gerade Sanke gesagt. Noch eine Glanzrüstung. Hatten wir nicht sogar schon eine? Weiß ich gar nicht mehr. Ich würde sagen, das ist das letzte Stockwerk für heute. Bap, bap. Da kommen wir gar nicht durch. Brauchen wir gar nicht versuchen. Kann sein, dass wir gleich wieder laden müssen, wenn wir hier nicht durchkommen. Weil wir hier festhängen. So viele Grasbüschel. Und, oh, da oben ist ein Heil-Item. Wir können kämpfen, wir können kämpfen. Dann mache ich auf definitiv einen Safe-State. Ja, vor allem, weil wir hier die Truhe haben.
Ach, die Treppe, Menschenskinder, ey. So, es wird ein bisschen gelevelt. Guck mal, mein Safe Set, jetzt nehmen wir mal hier was mit. Das sind die normalen Hardeswagen, das müssten wir wohl überleben. Oh, schaut euch das an. Ja, bupp. Direkt zurückgehen und speichern. Safe State. Oh, ist das. Oh, da freue ich mich richtig, dass wir endlich mal wieder ein bisschen heilen und leveln können. Ist das kaschlisch hier. Na, das Wagen nehmen wir den Nifitis auch mit. Und spulen. Sehr schön. Oh, der Schaden. Ist ein Traum. Auch wenn wir wieder Items finden, wo man sich sagen kann, yo, top. Hätte es mir auch gar nichts geben können. Wären wir genauso gut weiter gewesen, ey. Safe State. Der wird ein bisschen schwer. Ich glaube, den packen wir gar nicht. Weil der ein bisschen zu viel Schaden macht. Aber können es mal versuchen. Ah, ah. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Das würde mich wundern. Ah, okay. Er hat nur normalen Angriff gemacht. Das geht sogar noch. Okay. Ich hab nichts gesagt. Überhaupt nichts gesagt. Testen wir den auch mal aus. Sind nämlich, glaube ich, immer zwei. Ja, das ist natürlich ein Schaden. Ja, das ist natürlich ein Schaden. Ja, aber wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Oh, ist das geil, geheilt zu werden. Das ist so toll. Das ist, ohne Witz, das ist so toll. Yo. Voll in, ja, in den Sensenmann rein. Ich glaube, den schaffen wir. Ich glaube, den werden wir nicht schaffen. Das würde mich wundern. Oh, guck mal, wir wurden sogar wieder geheilt. Das ist ja schön, da freue ich mich immer wieder. Angriff auf den Hardeswagen. Angriff. Wow. Ne. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Angriff auf den Hardeswagen. Wow, und die haben wieder exakt denselben Angriff gemacht. Dann machen wir das mal ganz anders. Dann gehen wir uns mal heilen. Und jetzt können sie nochmal einen Angriff machen. Jetzt müsste ich den Angriff ja wohl überleben. Safe State, Angriff. Ja, guck mal, jetzt greifen sogar jemand ganz anderen. Jetzt greifen nämlich den Gui an. Das einzig Schöne wäre gewesen, wenn wir hier wenigstens mal Items gefunden hätten, die uns in irgendeiner Art und Weise mal weitergebracht hätten. Aber ich glaube, das hat zu viel verlangt. Ja, da hat er mal eben meinen Besuch platt gemacht. Ach, mal sind wir hier wieder. Gut, dann heilen wir uns und dann würde ich sagen, geht's im nächsten Part weiter mit Lufia 2, der Ahnenhülle. So langsam nähern wir uns am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.